Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Marco, 1-0, zweite Runde DFB-Pokal. Woran lag es heute, dass es nicht geklappt hat mit dem Tor? Ich glaube, das war offensichtlich. Wenn du so viele Chancen hast und dann so viele Möglichkeiten in Führung zu gehen und die musst du einfach nutzen und der Gegner war angeschlagen, das haben wir gemerkt, die haben das ganze Spiel eigentlich nur darauf gewartet, dass wir einen dummen Fehler machen und den haben wir ihnen auch noch geliefert. Ich denke, dass wir gegen Heidenheim auch einige Chancen hatten, das Tor nicht gemacht haben, den Punkt genommen haben, trotzdem zum Verstand, aber halt einfach dumme Konter einfach wieder sein zurückkriegen und wenn wir unsere Chancen haben, machen, dann gewinnen wir das Spiel, das ist halt Fußball. Die Chance nicht rein und dumm kommt dann noch. Also, kämpfst du an, rennst du an, dann haben sie sich mit Mann und Maus verteidigt und dann reingestellt. Paco, ich glaube, niemand heute im Stadion ist so enttäuscht wie du. Geackert, gearbeitet, viele Torchancen rausgespielt, aber der Ball wollte heute einfach nicht rein. Ja, ganz genau. Ich glaube, wirklich alles getan, was in meinem Körper gesteckt hat. Aber ja, wenn der Ball nicht im Netz zappelt, dann ist es pure Enttäuschung und ich glaube, ich hätte heute 5 Tore schießen können. Ihr habt die erste Viertelstunde eigentlich da angefangen, wo ihr in Heidenheim aufgehört habt, eigentlich mit einem super Pressing-Fußball und die Bielefelder sind dann wach geworden oder was ist passiert? Naja, wir hatten Probleme, ein bisschen den Ball hier laufen zu lassen. Es war nicht so einfach, wenn du immer das Gefühl hast, du fliegst gleich auf die Fresse oder der Ball springt dir ans Knie. Dadurch haben wir ein bisschen weniger Risiko gespielt, aber das war nicht verkehrt. Wenn du in der ersten Halbzeit hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Riesendinger. Das muss dann für die Halbzeit reichen. Selbst zweite Halbzeit nach dem 0-1 noch genug Chancen. Das war heute einfach ein gebrauchter Tag. So. Ja, Rohan Lars. Einmal an Wolfgang Hedel. Zweimal, glaube ich, am Pfosten. In der letzten Minute an Stefan Salger. Ja, also man kann ja wirklich, mehr kann man ja nicht tun, als wir getan haben heute. Bespielt, Gas gegeben, Torschancen rausgespielt. Aber es gibt im Leben so Spiele, da geht der Ball nicht rein. Ich kann mich an ein Spiel gegen Kiel erinnern, da war es ähnlich. Und das ausgerechnet heute ist, ja, es tut umso mehr weh. Jetzt bleiben nur noch 3 Tage bis zum Braunschweig-Spiel. Was nehmt ihr mit jetzt? Ja, dass wir es können, dass wir einen Konkurrenten in der zweiten Liga an die Wand gespielt haben. Und die eigentlich eine Torchance hier noch hatten. Ja, aufstehen, weitermachen, hilft nichts. Heute wird ganz, ganz hart die Nacht für mich. Morgen wird wahrscheinlich auch noch Frust da sein, aber ja, ich muss das abhaken oder wir müssen das alle abhaken und am Freitag wieder alles raushauen.